Hallo zusammen, herzlich willkommen. Ja, so in den letzten 7 bis 10 Tagen in etwa ist einiges zu mir nach Hause gekommen. Neu, gebraucht, gekauft, geschenkt. Sind so ein paar tatsächlich Leckerlis dabei. Witzig. Ja, wir waren letzte Woche in Düsseldorf auf dem großen P1 Flohmarkt. Der ist wirklich sehr, sehr groß. Also da ist man Stunden unterwegs, wenn man jetzt nicht wirklich drüber rennt. Da haben wir ein paar Sachen gefunden, unter anderem eben hier dieses schicke T-Shirt. Da habe ich erstanden. Es gibt ja doch nicht wenige, die immer wissen möchten, die interessiert daran sind, was die einzelnen Klamotten dann gekostet haben. Für das T-Shirt habe ich jetzt einen Fünfer bezahlt. So, fangen wir damit an. Dann habe ich was entdeckt. Ich dachte erst, wir waren eine ganze Zeit lang unterwegs auf dem Flohmarkt. Dachte ich, ja, heute ist irgendwie der Wurm drin, weil nichts gefunden. Wäre jetzt auch nicht dramatisch gewesen. Ja. Dann bin ich aber doch auf etwas gestoßen, wo ich dachte, das... Eigentlich brauchst du es nicht. Du nimmst es aber trotzdem mit. Nein, es ist keine Keksdose. Es sind VHS-Kassetten, 3 an der Zahl. Und zwar von Star Wars. Diese 3. Ich erkläre euch auch gleich, warum ich die mitgenommen habe. Ja gut, es ist Star Wars. Nein, das ist gar nicht der ausschlaggebende Grund. Also es sind alle 3 komplett. Diese Urtrilogie auf VHS sind auch alle zurückgespult. Habe ich schon nachgeschaut. Und dann hatte ich mir ja vor einiger Zeit diese... Bootlegs, diese Raubkopien aus Hongkong zugelegt, die haben dann irgendwie den Weg zu mir gefunden und jetzt kommt es nämlich, da waren, das ist hier diese Raubkopie aus Hongkong, ne, dieses Ding aus 2000, da waren nämlich die Cover, die sind nämlich gleich tatsächlich, ja, deshalb habe ich die jetzt mitgenommen, ja, oh Wunder, die Bildchen vorne sind identisch, ja. Aber jetzt dachte ich, okay, jetzt weißt du wenigstens, woher sie die Bilder haben von den Raubkopien. Nämlich anscheinend offensichtlich von den VHS-Kassetten. Ja? VHS-Kassetten, 50 Cent das Stück habe ich ihm gegeben. Ja, wollte er auch haben. War völlig okay. Richtig, genau. Also das ist jetzt auch nur was wieder für mein absolut mittlerweile fast schon explodierendes Star Wars Regal. Aber ich sträube mich nach wie vor dagegen, da eine zweite Regalfläche für frei zu machen. Nee, mach ich nicht. Dann, genau, sind wir weiter klar über den Flohmarkt geschlendert, gestolpert, wie auch immer. Dann habe ich noch eine kleine Blu-ray mitgenommen. Die Addams Family, dieses animierte Zeichentrick-Ding für 1,50 Euro, glaube ich, oder 2 Euro. Noch original verpackt. Ja, dachte ich, okay, könnte ganz witzig sein. Ja. Ich habe das Ding halt noch nicht hier stehen. Gut, zum Ausprobieren, zum Gucken. Ja? Dann über etwas gestolpert, eine DVD, schon etwas älter, FSK 18. Und zwar, ja auch Asia-Filmchen hier, der Film 2009, Lost Memories. Habe ich geschaut, ist eine südkoreanisch-japanische Koproduktion aus dem Jahre 2002. Damals anlässlich, glaube ich, irgendwie kam diese Koproduktion zustande, anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft, die damals da stattgefunden hat. Blablabla, lange Rede, kurzer Sinn. Das Ding spielt im Jahr 2009 und zeigt einem eigentlich eine ja, veränderte Realität, mehr oder weniger. So Sachen wie, was war das, Japan hat den Zweiten Weltkrieg gewonnen und sowas. Also die Geschichte hat sich dann in dem Film doch deutlich anders entwickelt. Den Trailer habe ich geschaut, der war jetzt so ein bisschen vielsagend, nichtssagend, zumal ich keinen deutschen Trailer gefunden habe. Aber sah interessant aus. Deshalb habe ich das Ding mitgenommen. Auch 50 Cent, meine ich. Ja? Das nächste ist ein Filmchen, da habe ich damals auch gedacht, oh toll, toll, toll. Ja, aber so spitze war der Film jetzt nicht. Vielleicht komme ich dann doch irgendwann mal dazu, ihn nochmal zu schauen. Und zwar den Small Soldiers habe ich jetzt auf DVD mitgenommen. Hier hinten witzigerweise noch groß drauf. Dieses Ding ist kopiergeschützt. Ja, den habe ich jetzt nochmal mitgenommen, auch für 50 Cent. Ich habe ihn ja nicht. Vielleicht tue ich ihn mir doch nochmal an. Vielleicht habe ich ihn falsch in Erinnerung. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Den auf jeden Fall jetzt hier. Dann... James Bond. Ich bin ja immer noch dabei, meine James Bond Filmchen da irgendwie so zusammen zu sammeln. Das ist eigentlich ganz witzig, finde ich. Ja, vorzugsweise auf DVD. Wenn ich eine Blu-ray finde, würde ich die auch mal mitnehmen. Aber die tatsächlich tauchen nicht so häufig auf. Ich habe ein paar, die mir noch fehlen. Eine weitere Lücke konnte ich jetzt schließen mit dem Film Der Spion, der mich liebte. Ja, genau. Ne? Der fehlte mir tatsächlich noch. Den habe ich noch gefunden.
Ursprünglich wollte er, was wollte er denn haben? Ursprünglich 5 Euro, glaube ich. Ja, da ist auch noch dieses Büchlein, Booklet drin und so, sieht also super aus. Und bezahlt habe ich 3 Euro, meine ich. Ja, jetzt fehlen mir, ich weiß gar nicht, wie viele, jetzt aus dem Kopf zumindest nicht. Aber viele sind es nicht mehr. Okay, so, dann, das ist jetzt das Zeug vom Flohmarkt gewesen. Oder habe ich was vergessen? Nein, habe ich nicht. Bin ich trotzdem nochmal in den Laden des Satans, also die Elektronikfachmarkt, die Roten, bin ich reingegangen und weil ich einen Film haben wollte, und zwar den Late Night with the Devil. Der hat mich sehr interessiert. Damals, als ich den Trailer schon gesehen habe, dachte ich, oh, das sieht aber interessant aus. Ja, da wollen wir mal schauen, hoffen, dass das Ding auch so ist wie angekündigt. Ich habe die Folie schon abgemacht, Wendecover gedreht. Ich habe ihn noch nicht gucken können. Ich wollte ihn schauen, dann kam aber irgendwas dazwischen. Leider, leider. Den hatte ich mir neu geholt. Und eine kleine Miniserie, die wohl ganz witzig sein soll. Ich fand die Filme zwar an der Zahl eigentlich auch ganz nett. Da soll der nächste dritte Teil kommen vom Sonic. Und dann gibt es jetzt diese Miniserie hier Knuckles zu kaufen tatsächlich. Hab mir da auch den Trailer angeguckt. Die Leute fanden wohl alle, die es gesehen haben, ganz gut. Auch von den Effekten her soll es wohl so wie die Filme sein. Und ja, da die Filme Spaß gemacht haben, habe ich mir die jetzt mal geholt. Tatsächlich eine Serie auf Blu-ray, klar, wegen Effekte etc. Habe ich gedacht, komm, nimmst du mit. Und ich glaube, der Preisunterschied von DVD zu Blu-ray war gar nicht so groß. Ja? So, die beiden Sachen dann noch aus dem Laden da gekauft. Dann, vor langer, langer Zeit, vor vielen Jahren, hat ein Bekannter von mir gesagt, er hätte was zu Hause stehen, was er mir gerne überlassen möchte, weil er damit überhaupt nichts anfangen kann. Der gute Mensch ist eher so der Musik- und Schallplattenfreund, also der hat da Unmengen von stehen und sagt, er hätte da so ein Teil zu Hause, ob ich das haben möchte. Ich sage, ja, klar, gerne würde ich nehmen. Er wohnt aber weiter weg und wir sehen uns selten bis gar nicht, vielleicht ein, zwei Mal im Jahr. Und dann hat er das aber wirklich über Jahre hinweg immer wieder vergessen, mir mitzubringen. Dann habe ich vergessen, ihn daran zu erinnern. Letztendlich ist es jetzt, ich glaube, nach 2,5 oder 3 Jahren habe ich es endlich hier. Und zwar hat er mir vermacht, The Monster Legacy DVD-Kollektion. Dieses Ding mit diesen drei von Sideshow sind die, glaube ich, Büsten. Ja, die hat er mir vermacht. Die ist noch komplett. Die ist auch wirklich, ich habe auch den Staub oben drauf gelassen. Ja, also die hat wirklich bei ihm auch nur irgendwo rumgestanden, Gott sei Dank in Folie. Sehr schön. Das Witzige in Anführungsstrichen ist jetzt, ich meine, wir wissen alle, oder wer es nicht weiß, könnt mal googeln, was die Dinger kosten. Ich finde es super schick. Ich bin so Nippes, muss ich nicht mal unbedingt haben, aber diese Box, die hatte ich, die fand ich schon schön, weil die Büsten auch wirklich sehr, sehr gut aussehen. Ich möchte sie jetzt nicht auspacken. Es gibt andere Unboxer, die das ausgepackt haben, aber wenn man sich die näher anguckt, ja, es geht jetzt durch die Folie und Licht etc., die sehen wirklich sehr schick aus. Ich finde die Box auch schön von der Farbgestaltung und. Und ich brauche sie auch gar nicht auspacken, denn ich habe mir vor einiger Zeit, bin ich durch Zufall dran gestoßen, in so einem Secondhand-Store-Laden, die DVDs, die in dieser Box drin sind, das sind nicht wenige, ich glaube 16 oder 18 Stück, die ganzen, ne, Bela Lugosi, Dracula-Filme, Boris Karloff, Frankenstein und all dieses Zeug. Ich habe diese DVD-Boxen einzeln bekommen. Habe ich damals mitgenommen, habe ich bezahlt, oh, weiß ich gar nicht, 3 Euro pro Box oder so. Irgendwie sowas war auch, keine Ahnung, war Zufall, Glück. Ich denke, komm, die Box kriegst du sowieso nie. Ich habe da dann schon gar nicht mehr dran geglaubt, die irgendwann mal zu kriegen von ihm. Und er hatte mir die dann so geholt. Also, ich brauche an die Box gar nicht rangehen, die kann ich so schön stehen lassen. Die wird dann noch ein bisschen geputzt. Ich muss mal gucken, vielleicht mache ich dann doch die Folie ab. Ich weiß noch nicht. Auf jeden Fall, die Filme habe ich hier auch schon mal. Also muss ich die Box auch nicht zerrupfen. Kann sie dann hier stehen lassen. Das finde ich sehr schick. Sehr schick. Also, mir gefällt es. Ja, also dann immer nur ausgewähltes Zeug. Manchmal gelegentlich schlage ich so ein bisschen über die Stränge, aber mit den Sachen, glaube ich, fahre ich ganz gut. Ja? Jetzt habe ich es tatsächlich geschafft. Ja, das war's. Also es waren schon so ein paar interessante Sachen. Wenn auch nicht viel, kommt ja nicht immer auf die Menge an, sage ich ja immer wieder. Auf Flohmärkten wäre ich jetzt auch nicht super enttäuscht, wenn ich da gar keins finden würde. Ne? Das ist ein entspannter Tag, wo man durch die Gegend läuft oder so. Ich bin jetzt durch mit den Filmen. Lasst mir gerne einen Kommentar da, wenn ihr den Knuckles schon gesehen habt oder wie ihr Late Night with the Devil fandet und. Dann bin ich durch. Wünsche euch nur das Beste.
Wir sehen uns im nächsten Video. Und ich probiere jetzt die Coca-Cola Zero Oreo. Oh weia, es gibt bestimmt Leute, die stehen darauf, dass das Zeug wie ein Keks schmeckt. Wir haben flüssiger Kuchen. Oh nee, das ist ein Versuchsballon, den hätten sie besser nicht steigen lassen sollen. Aber wer weiß, die Amis kaufen ja alles. Nee, bäh.